Sonntagabend. Und hey, ich bin schon wieder da. Hallo Leute, willkommen bei Taekwondo Replays. Und sollte ich jetzt zu leise sein und ihr schaut es gerade live, gebt mir mal kurz Bescheid, weil ich muss einen Dank raushauen an ein paar Leute da draußen, die es echt gut mit mir gemeint haben. Vielen, vielen Dank. Meine Amazon-Wunschliste, die muss ich jetzt wieder anpassen. Da hat jemand oder mehrere Leute ein paar Sachen von meiner Amazon-Wunschliste und von meiner Thomann-Wunschliste mir zugeschickt. Und ich habe hier einen neuen Mixer, beziehungsweise ein Interface, dass ich gleich mal hier ausprobiere, wo der Ton jetzt da noch ein bisschen anders rüberkommen sollte. Und das Ziel ist eigentlich, das Teil für die Turniere zu benutzen, weil ich habe jetzt echt die Möglichkeit, 16 Mikrofone anzuschließen und nochmal 8 Outputs. Wird lustig. Ein paar Mikrofone habe ich noch dazu bekommen. Ich plane da was. Und es könnte echt gut funktionieren. Mal gucken, ob wir jetzt auf den Turnieren dann, wenn dann wieder irgendwann Turniere stattfinden, irgendeinen Chord haben, wo dann der Ton vielleicht besser ist. Vielleicht bekommen wir das ja hin, einen emotionalen Ton auf den Turnieren hinzubekommen. Ausrüstung ist auf jeden Fall da. Ich bin total überfordert, aber es funktioniert. Ein Gimbal gab es dann auch noch, wo auch noch coole Sache ist. Danke da draußen. Küsse gehen raus. Ich finde es cool, dass die Leute mich unterstützen. Jo, Olympia. Habt ihr auch schon so eine Vorfreude? Gleich von vorne weg. Heute gibt es nicht viel Olympia. Aber ich habe mir vorgenommen, ich gehe die kommende Woche, sobald jetzt da... Servus. Grüße gehen raus an Tobus. 36 im Chat. Wird der Chat angezeigt? Ja, wird angezeigt. Also YouTube ist perfekt. Wie gesagt, die Woche, Ende der Woche... Ich muss zwar Sonntag arbeiten, ich muss Montag arbeiten, Dienstag arbeiten, also die komplette Gameszeit muss ich arbeiten. Ich weiß gar nicht warum, ich habe eigentlich Urlaub genommen, habe es dann aber wieder verschoben, weil angeblich oder ich die Möglichkeit gehabt hätte, für ein Turnier was zu machen. Jetzt wird das Turnier, ja, gibt es kein Livestreaming. So traurig. Ich habe meinen schönen Olympia-Urlaub verschoben für ein anderes Event und jetzt findet das andere Event nicht statt. Spitze. Mal gucken, ob meine Kolleginnen so nett sind und dann vielleicht den Sonntag nur tauschen oder den Montag. Aber schauen wir einfach mal. Wie gesagt, ich werde die kommende Woche dann, beziehungsweise nächste Woche, wenn es dann anfängt, abends meistens ein bisschen online gehen, mal so die Zusammenfassungen bringen. Mal gucken, wie viele Sportler überhaupt antreten werden. Aktuell die Lage ist, 6 Sportler von Team GB sind gerade in Quarantäne, weil sie Kontakt hatten mit irgendjemandem, der Corona hatte. Gut, unsere Taekwondoler waren es, glaube ich, nicht, weil die posten jede Menge. Und Jay Jones hat echt schöne Fußmaniküre. Wer die Bilder nicht gesehen hat, geht mal ganz schnell auf Instagram. Er hat olympischen Ringe auf ihren Zehen und auf ihren Händen. Echt eine schöne Sache. Aber wie letzte Woche schon angekündigt, ich gehe ein auf einen geilen Brief, beziehungsweise eine E-Mail, die mir zugeschickt worden ist, vor 2-3 Wochen schon. Und zwar, es hat sich wirklich jemand die Mühe gegeben, mal gesagt, so, hey, Benny, ich finde es gut, was du machst und hier mal meine Meinung dazu. Und das ist eine gute Meinung. Es sind viele Sachen, wo die Person mir geschickt hat. Die Person möchte natürlich namentlich nicht genannt werden. So hat er es nicht reingeschrieben, aber diskret einfach. Und ich denke mal, das ist okay. Wir wissen ja, Meinung sagen ist eine schwierige Sache. Aber darauf kommen wir ganz zum Schluss. Was machen wir? Funktioniert das? Ach, blende ich es jetzt ein? Ach, bin ich so klein? Ja, wir lassen es mal einfach. Auf was geht ein? Person X, wo mir die Mail zugeschickt hat, hat dann erstmal so angefangen mit, ja, die ganze deutsche Taekwondo-Union ist schon seit über 30 Jahren fragwürdig. Und es
olympische System. Das olympische Taekwondo ist leider korrupt. Ein korruptes System. Und Taekwondo hat eigentlich gar keine Berechtigung, olympisch zu sein, da Karate eigentlich weltweit viel, viel größer ist. Oder in Zukunft sogar Kickboxen. Damit fängt er an. Fand ich okay. Korruption, gehen wir gleich mal drauf ein. Ist Taekwondo korrupt? Bitte lauter einstellen. Okay, gut, dass du mir das sagst. Ich gehe mal ein bisschen lauter, sag mal einfach mal Bescheid von den beiden Pegeln. Wartet mal schön. Ist das so? Boah. Also, jetzt müsste es laut sein. Jetzt müsste es richtig laut sein. Ich habe nur mal um 10% aufgedreht. Die DTU seit 30 Jahren fragwürdig, da gehen wir nachher drauf ein. Taekwondo korrupt, würde ich so nicht sagen. Würde ich definitiv nicht so sagen, dass wir in unserem Sport Korruption haben. Vielleicht war es vor 20 Jahren so, seitdem wir olympisch geworden sind, hat sich schon sehr, sehr viel geändert. Wir haben natürlich vielleicht noch die ein oder andere Länder, wo es Präsidenten gibt, die persönliche Vorlieben bzw. persönliche Sachen vor den Sport ziehen. Sie ist Spanien gerade aktuell, Tortosa. Aber da gucken wir mal ab, was da bei Olympia passiert. Ob Taekwondo olympisch sein soll? Ja. Warum gerade nicht? Warum fliegt Karate wieder raus? Warum Kickboxen gar keine Chance hat? Ey, wir sind der transparenteste Sport in Olympia überhaupt. Und das ist der einzige Punkt. Ich würde zustimmen, dass wir Probleme haben würden, wenn wir so korrupt wären wie Boxen, wo in London rausgekommen ist, dass die Kampfrichter gekauft waren. Wo es einen riesen Aufschrei im Verband gegeben hat, einen riesen Aufschrei im IOC, dass Wetten gemacht worden sind und bestimmte Kampfrichter, Punktrichter, bestochen worden sind. Da hat es auch ein riesen Aufräumverfahren gegeben und das ist korrupt. Haben wir das im Taekwondo? Hat man. Bestimmt. Definitiv. Ich kann es nicht sagen. Ich will es nicht sagen, ob es so war. Man kennt ja so die ein oder anderen Geschichten. Vor 20, 30 Jahren auf Weltmeisterschaften, auf Europameisterschaften, überall, wo dann irgendwelche Kampfrichter davon erzählen, was für Geschenke sie auf den Zimmern hatten. Das gibt es aber nicht mehr. Und das ist auch gut so. Und es gibt schon seit Jahren nicht mehr. Warum? Weil wir die elektronischen Westen haben. Und wir sind die olympische Sportart, Fechten ist auch noch so, die ein komplett elektronisches Wartungssystem haben. Und nicht nur das, wir haben eine Entwicklung da. Wir sind, das IOC ist geil auf uns. Warum? Weil Taekwondo einfach es hinbekommt zu sagen, hey, wir führen eine elektronische Schutzweste ein. 4 Jahre später führen wir dazu noch den elektronischen Kopfschutz ein. Bumm. Ja, dann kommt das Video-Replay, wo wir haben. Jetzt kommt ein 360-Grad-Video-Replay, wo wir einführen. Also alles, um den Sport noch transparenter zu machen. Wir gehen auf die Sportler ein. Die Sportler haben sich beschwert, dass die Topbox so schrecklich sind. Dass es Hosen aus den 80ern sind. Ja, Leute, die Änderung kommt nicht unbedingt von der WT. Jetzt schocke ich mal viele da draußen, weil ja alle, die oder viele da draußen sind und sagen, oh, die neuen Topbox, die sehen so schrecklich aus. Also die Oberteile finde ich auch nicht schön. Da hat sich keiner Gedanken gemacht, dass da eigentlich eine Weste drüber ist und dass man das Oberteil eigentlich auch eine Art T-Shirt machen können. Ich fand die KPMP-Idee immer noch die beste. Aber die Hosen sind cool. Sind nicht hauteng, aber einfach vom Schnitt her ein komplett anderer Schnitt. Und es kam von den Athleten damals. Oder damals, über die Jahre. Die Athletensprecher in der WT haben sich auch für eine neue Topwork-Kleidung bzw. eine neue Kleidung ausgesprochen. Muss man immer bedenken. Und es sind die olympischen Athleten. Also es sind Mädels dabei, die einfach wollen, dass sie figurbetont dastehen.
beziehungsweise nicht mit einer Hose dastehen, die jetzt ohne Scheiß für Männer erfunden worden ist. Die Tauboxen, die sind nicht für die Frauen erfunden worden. Definitiv nicht. Gut, dass die männlichen Tauboxen ein bisschen enger sind. Gucken wir mal. Gucken wir mal einfach bei Olympia ab. Aber ich würde sagen, es stört nicht. Es wird nicht stören. Aber wir versuchen uns zu entwickeln. Und wir werden auch bei der nächsten Olympiade, 24, eine Entwicklung dabei haben. Weil der Sport steht nicht still. Der Verband steht nicht still. Die WT. Die WT hat es echt hinbekommen, in den letzten Jahrzehnten gute Teams aufzubauen. Leute, die kompetent sind, aufzubauen, zu versuchen, hey, wir wollen olympisch bleiben. Und die bekommen es auch hin. Und man hat ja gesehen, was jetzt dann nach Tokio mit Karate passieren wird. Karate ist aktuell in Paris draußen. Wir gehören zu den Main-Sportarten. Also von dem her glaube ich nicht, dass Kickboxen oder Karate sich länger halten werden als Taekwondo im olympischen Bereich, wenn jetzt nicht irgendwo ein absoluter Gate kommt. Ich glaube, die Sache mit den Nominierungskriterien, das wird angesprochen in den nächsten 4 Jahren, könnte angesprochen werden. Da schauen wir mal. Aber das ist bei anderen Sportarten genauso. Deswegen ist es jetzt nicht so wild und unser Sport ist fair. Und wenn jetzt da wirklich nicht irgendwie ein mega Fapo passiert an Olympia, wird man olympisch bleiben. Und wird man noch länger bleiben. Auch unsere Kampfrichterausbildung, redet mal da draußen mit den werden diese Topbox Pflicht werden? Bei Olympia, ja. Für die Olympischen Spiele. Es ist bis jetzt noch nichts davon gesprochen worden, für G-Turniere oder sonst was für Turniere diese Topbox zur Pflicht machen. Die Topbox gibt es aktuell nur für die paar hundert, 128, ich glaube es 128, Olympiateilnehmer. Und die Topbox gibt es so nicht auf dem Markt für die anderen Sportler. Und es sind Wettkampf-Topbox für Olympia. Also es sind auch nicht die Topbox, die du im Training, im traditionellen Training benutzen wirst, sondern es ist wirklich nur für Olympia gedacht. Vielleicht wird es dann noch auf der WM kommen. Hey, wir haben jetzt da auf mehreren Turnieren gesehen, dass schon auch die ersten Topbox, die man so als Test den Sportlern gegeben hat, dass sie die auf die G-Turniere schon angezogen haben. Ja, lass es doch. Ich kenne da draußen genügend Leistungssportlerinnen im Taekwondo, die ständig mit einer Leggings trainieren und die sich echt freuen, dass die Anzüge jetzt dann noch enger werden und die am liebsten mit einer Leggings gekämpft hätten. Ja, es ist so. Und jetzt bleibt doch mal offen, guckt mal das uns mal an. Aber wie gesagt, zu dem Punkt, keine Berechtigung, wir könnten jetzt nur mal ein paar Sachen aufführen. Jetzt guckt doch mal Karate an. Ja, Karate hat sehr viele Sportler weltweit, aber zigtausend Verbände, zigtausend verschiedene Stilarten. Also da mache ich mir jetzt mal überhaupt keine Sorge, dass wir irgendwann von Olympia rausfliegen. Im Gegenteil, wir werden zu den Kernsportarten überhaupt gehören. Punkt 1. So, komm mal. Machen wir mal hier. Schwupp. Kann man das sehen? Kann ich das größer machen? Ja. Und march rüber. Und ich mache mich doch mal kurz klein. Und wir gehen mal da drauf ein. Es geht weiter, wo vollkommen recht hat, wo ich echt mal nur zustimmen muss. Kritik an den Landesverbänden bzw. an der DTU ist bei vielen Leuten nicht erwünscht. Also die Person, die mir die E-Mail geschrieben hat, hat es erwähnt und es ist auch so eine Kultur da draußen. Man soll ruhig sein. Wir machen das schon. Ja, Kritik wird nicht viel gehört. Also wir haben allgemein in Deutschland, haben wir, was das angeht, glaube in jedem Bereich Schwierigkeiten gerade aktuell. Wir haben keine Kommunikationskultur mehr, beziehungsweise eine Diskussionskultur, sondern der eine sagt es und dann gibt es Gegner und Befürworter. Und das ist aber knallhart und es wird keine Kommunikation beziehungsweise, es wird nämlich darüber gesprochen.
nicht mehr diskutiert. Das große Problem haben wir überall. Klimawandel, Corona. Guckt es euch doch nochmal an, die Presse. Entweder du bist dafür oder du bist dagegen. Es gibt Schwurbler, es gibt Ökoterroristen etc. Alles Mögliche. Das gleiche Problem haben wir im Taekwondo auch. Taekwondo vielleicht nur ein bisschen mehr. Im Taekwondo ist es halt so, ja, dieses Traditionelle. Da ist der Großmeister oben dran und genau dieser Großmeister sagt, stimme ich dir voll zu. Und auch diese Sache mit dem Do. Ja, so diese traditionellen Anhebungen. Ja, Do im traditionellen Taekwondo ist okay. Für die normalen Vereine, für den Leistungssport. Oh, Scheiß. Wir machen Leistungssport. Wer sich nur erinnern kann an Diskussionen, Weltmeisterschaft, Bianca Wogten, schiebt ihre Gegnerin raus, ganz viele. Oh, die hat kein Duo und was macht die da? Nee, die hat gewonnen. Würde ich das nicht erwähnen, würde es keiner mehr wissen, sondern es würde einfach nur heißen, Bianca hat damals die Weltmeisterschaft gewonnen. Es ist so. Also, Duo, ja. Respekt, ja. Im Leistungssport, Respekt. Respekt vom Gegner, Respekt vom Trainer etc. Aber dieses extreme Do mit auch hier Großmeisterangespräche und so, lassen wir mal lieber. Oder? So. Aber es stimmt. Kritik ist unerwünscht. Zum Teil. Und konstruktive Kritik ist unerwünscht. Was mich ängstlicht. Das ist, glaube ich, das Schlimmste in der ganzen Sache überhaupt, dass wenn jemand da draußen konstruktive Kritik macht, man sie überhaupt nicht anwendet, im Gegenteil sogar noch dagegen geht, obwohl es dem Verband weiterhelfen würde, weil die Ideen vielleicht nicht von den Leuten aus dem Verband gekommen sind. Leute, ihr dürft klauen. Ich glaube auch. Also man guckt sich andere Sachen an, denkt sich, boah, geile Sache, weil irgendjemand hat schon mal gemacht und dann macht man es einfach besser. So, bestes Beispiel, die Vereinsdatenprüfung. Hier geht er, die Person, die mir die Mail geschrieben hat, nochmal so richtig rein. Dass die Vereinsdatenprüfungen ja ein Anreiz sind, dass einfach mehr Urkunden verkauft werden, wo es bestimmt auch war. Also ich muss sagen, ich denke schon, dass diese Sache, Kickbox, schlechte Trennung hier. Ich kopiere es mal rein. Ich habe natürlich ein paar Stellen umgeändert, weil da namentlich so ein paar Leute erwähnt worden sind, wo ich jetzt da definitiv ja nicht gut finde, wenn ich das jetzt im Stream hier reinbringe. Deswegen denke ich mal, das ist okay. Es geht um den Urkundenverkauf. Den Urkundenverkauf, den wir aber schon ja länger haben und dass die Qualität, was den Breitensport angeht, einfach extrem nach unten geht. Eine Sache muss ich noch hier sagen, was ich richtig geil fand, also Michael Bussmann, du bist beliebt da draußen, also von der Person auf jeden Fall, und er stellt dich auf eine Ebene mit Bruce Lee. Wow. Finde ich cool. Und er hat aber recht, was den Breiten oder was den Breitensport angeht. Natürlich ist es sinnvoll, wenn die Trainer da draußen, und ich habe das auch befürwortet, wenn die Trainer die Möglichkeit haben, in ersten Dan direkt bei ihren Schülern abzuprüfen, ist gut. Nur die Qualität darf darunter nicht leiden. Ob jetzt ein Taekwondo-Sportler... Ja, der Taekwondo-Sport hat sich verändert. Also die ganze Welt hat sich verändert. Ich könnte euch hier eine Geschichte aus dem Kindergarten von meinem Kleinen erzählen. Wir haben ihn jetzt angemeldet am Kindergarten und wollten ihn sofort rausschicken, weil es irgendwas von offenem Konzept und ja, die müssen keinen Sport machen, die können Sport machen, die müssen nicht basteln, die können basteln. Wenn sie nicht wollen, machen sie es auch nicht. Es ist unsere Gesellschaft.
Und Taekwondo hat sich verändert. Und er schreibt da unten nochmal so ein bisschen, früher waren Taekwondo auch wirklich auf der Straße geachtet. Und ja, ein Taekwondoler, wenn er ihn hingehauen hat, war es vorbei. Und jetzt da verweichlicht die ganze Sache so. Ja, es ist eine gesellschaftliche Sache. Und diese Hardcore-Vereine oder diese Sache wie früher, das funktioniert einfach nicht mehr. Wenn du heutzutage mal im Kindertraining ein Paldon zu stark auf ein Kind abbekommt, ja, dann sind gleich mal drei Eltern da. Kommt immer auf den Verein drauf an, aber es ist teilweise wirklich so. Und das ist so ein bisschen das große, große Problem. Natürlich wird die Qualität schlechter. Oder natürlich. Es kommt immer auf den Verein drauf an. Ja, die Qualität kann schlechter werden für den Vereinstrainer. Also ich bin dafür, dass Vereine offiziell Prüfungen ablegen können. Man muss halt jetzt nur gucken, dass man die Leute auch richtig schult. Also dass noch mehr Angebote gemacht werden, auch lokale Angebote, dass die Landesverbände da mehr dahinter sind, auf was ist wichtig zu achten, wie sieht eine richtige Technik aus, etc. Auch mit Social Media kann man da sehr, sehr viel machen. Im Bereich der Landesverbände, im Bereich der DTU, Trainingsvideos erstellen, etc. Ich denke mal, das ist eine Sache, ein Trainer wird schlechter, beziehungsweise ein Trainer trainiert oder zeigt ja auch nur das, was er damals vorgezeigt bekommen hat, wo er gelernt hat. Und natürlich geht es mit den Jahren wahrscheinlich immer ein bisschen weiter runter. Und deswegen müssen Inputs von außen kommen. Und ich finde allgemein dieses offene Prüfungssystem, das bis zum ersten Dan runter geprüft werden kann, richtig cool. Ich wünsche mir halt, dass es ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt für die Trainer da draußen allgemein, sich noch mehr fortzubilden. Noch mehr. Nicht nur an einem Lehrgang zweimal, dreimal im Monat, sondern wirklich konstant. Ich will eine Online-Plattform. Ich will ein Trainerforum oder ein Discord, wo dann Sachen reingestellt werden, wo Ideen reingestellt werden. Sowas fehlt mir ein bisschen. Gut funktioniert teilweise in den ein oder Landesverbänden nicht schlecht, mit den Trainern, die gerade einen Trainerschein machen, dass es da dann auch die Trainerweiterbildungen jetzt gerade auch über die Corona-Zeit waren nicht schlecht, dass man dann die Gruppen Ausarbeitungen machen mussten, die Ausarbeitungen für alle da waren. Eine coole Sache. Eine coole Sache. Aber da muss schon mehr gemacht werden. Und dann geht er halt auf die Sache Rad weiter, wie ich gesagt habe. Dass Taekwondo-Sportler eher Prügel bekommen, glaube ich nicht. Ein Taekwondo-Sportler geht gar nicht in den Kampf rein. Und wenn er in den Kampf reingeht, kann er auch austauschen. Natürlich ist Kickboxen oder so nochmal ein bisschen ganz andere Sache, weil die Sportart Kickboxen ist doch ein bisschen mehr auf. Die haben den traditionellen Bereich nicht da drin. Deswegen ist es Kickboxen. Es ist, ja. Aber, mein Ernst, man geht nicht mehr auf die Straße. Man macht es traditionell, so wie die Karate-Leute auch das traditionell machen. Und dann passt die Sache. Und es hat mit einer Veränderung unserer Kultur zu tun. Gut, aber er bringt es auch nochmal auf den Punkt, die untere Qualität, also die Qualität, die die Trainer ihren Leuten beibringen, die geht halt auch runter auf den Leistungssport. Und wenn die Trainerausbildung schlecht ist, wird der Leistungssport auch schlechter. Das sind wir aber jetzt extrem zweischneidig in meiner Vorstellung. Weil traditionelles Taekwondo nichts mit olympischem Taekwondo zu tun hat. Ich weiß, da draußen sind viele, die eine andere Meinung dazu haben. Ganz, ganz viele. Die Diskussion habe ich immer mehr, aber ich bin da so ein Hardliner. Ich bin der Meinung, traditionelles Taekwondo hat gar nichts mit olympisches Taekwondo zu tun. Wenn ich olympisches Taekwondo trainieren will,
kann ich auch einen Weißgürtel haben und kann mich trotzdem bis Olympia vorkämpfen oder kann davor noch nie Taekwondo gemacht haben, habe mit einer anderen Sportart angefangen und gehe dann rein. Ja, das ist meine Meinung. Es ist Leistungssport. Leistungssport brauche ich keine Pumpe. Das ist halt eine schwierige Sache. Natürlich kann ich die Leute über den Breitensport motivieren, kann eine gute Grundausbildung hinbekommen, dass sie ja, ein gutes Körpergefühl haben, eine gute Stabilisation haben, dass die Sportler, die in dem Verein sind, die Grundtechniken können. Einen schönen Paldo, einen schönen Dojo-Chagi, einen schönen Dichagi oder einen sauberen. Ja, aber sobald sie Leistungssport anfangen, müssen sie doch nochmal ein bisschen umdenken und ist so eine zweischneidige Sache. Also, ob jetzt die schlechte Trainerentwicklung, beziehungsweise diese Entwicklung, wie du jetzt da in dem Brief gemeint hast, die Entwicklung geht runter von der Qualität, ob die jetzt auch mit dem Leistungssport zu tun hat, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich kenne genügend traditionelle Vereine da draußen, die gehen auf eine Landesmeisterschaft, die ziehen nichts und dann gibt es welche, die ziehen was und dann gibt es die Vereine, die sich mehr aufs olympische Taekwondo, auf den Leistungssport konzentrieren, die ziehen was, die ziehen auch nichts. Es ist eine extremst schwierige Diskussionssache und ich glaube, mit dem offenen Thema, auf jeden Fall ist es so, an der Ausbildung muss gearbeitet werden. Gut, mit der Talentsichtungslehrgänge, ja, stimme ich zu. Findet gerade wieder in Nürnberg was statt, jetzt das Wochenende. Ich finde es richtig cool. Und ich fand es auch nicht schlecht, was Social Media technisch abging. Die DTU hat einfach die Post genommen von den Athleten und hat sie reingesetzt. Und ja, bitte, ihr müsst nicht selber eure Posts machen, sondern haut die Posts der Athleten rein oder der Vereine, die da sind, dass man sieht, dass was los ist. Ja, finde ich gut. Aber nochmal so, auf diesen Leistungssportaspekt, ich glaube, da ging er jetzt da auf die Europameister und auf die Quali ein, wo er schon ein bisschen recht hat, wo ich mit ein paar anderen Sportarten, Athleten aus anderen Sportarten auch diskutiert habe, die Profis konnten trainieren. Gut, in Bayern war es ein bisschen schwieriger, tatsächlich, für den Anfang, aber danach konnten die auch trainieren. Aber die Vorbereitungszeit, es kann eigentlich nicht sein, dass Athleten nach dieser Corona-Zeit, wo wir jetzt aktuell hatten, oder nach den Lockdowns schlechter rauskommen als davor. Im Gegenteil, die hatten eine komplette Erholungsphase von ihren Turnieren. Die hatten die Möglichkeit, ihre Fitness zu trainieren, ihre Stabilisation zu trainieren, sehr viel Personal Training Möglichkeiten. Also normalerweise hätten da viele Athleten viel, viel besser rauskommen müssen als davor. Oder ein paar. Und dass es dann ein paar da draußen sind, die dann ihr schlechtes Abschneiden immer sagen, ja, es war Corona. Gut, die Diskussion hatten wir schon mal. Vielleicht auch nicht. Ich bin der Meinung, ja, ich denke eher nicht. Aber ja, das sehen wir, was die Medizin in den nächsten paar Jahren sagen wird. Ich stimme aber da voll zu, bei vielen Sachen. Bei dem ersten Teil hier über den Leistungssport etc. Es kommt eine interessante Sache. Und ich glaube, das habe ich schon dermaßen oft angesprochen. PR, Marketing. Er schreibt, der PR-Marketing-Bereich lässt extrem zu wünschen übrig. Extrem ist untertrieben. Wirklich, extrem ist untertrieben. Und ich habe es genügend angesprochen und da stimmt er mir zu. Und ja, abonniert mal nur die Karateverbände, die Karate-Landesverbände, was da alles kommt. Ähm,
Allein jetzt da, er hat nun mal was gebracht, deutsche irgendwas mit einer Soforthilfe, wo es gerade möglich ist für die Vereine, dass jeder Verein für jeden, der neu in den Verein kommt, eine Bezuschussung beantragen kann über die Landesverbände, über den Bund. Ich weiß nicht, ob es in ganz Deutschland ist oder nur in verschiedenen Bundesländern, aber es gibt wirklich da eine Forderung für die Vereine. Ja, da wird nichts erwähnt auf der deutschen Taekwondo-Union-Seite. Unsere Leistungssportler werden nicht richtig präsentiert. Gut, präsentiert schon. Also, man könnte mehr machen, aber ja. So, der ganze Breitensportbereich wird nicht professionell vermarktet. Ich muss darüber nicht mehr reden. Ich habe so oft schon gesagt, also der Breitensport muss sich schämen. Sie vom Breitensport und auch vom Präsidium in dem Bereich ist, Mitgliederzahlen zu generieren. Da wird jemand als Präsident gewählt und der muss wie in der freien Marktwirtschaft einen Anstieg von Mitgliederzahlen nachweisen können. Und kann er den Anstieg von Mitgliederzahlen nicht nachweisen, ist er weg. Und der muss dafür sorgen, dass er Konzepte entwirft, die er an die Landesverbände und an die Vereine direkt weitergeben kann. Und wenn er in die Vereine reingehen muss, um da was aufzubauen, da muss ein Konzept hin, wie bilde ich so viele Trainer wie möglich aus, gute Trainer wie möglich aus, wie erleichtere ich den Trainern die Möglichkeit, dass sie ins Nachbardorf gehen können und da auch einen Taekwondo-Verein aufmachen können. Und warum ist es gut, wenn es ein Schüler von mir macht, und nicht dieses Denken, oh, mein Schüler macht mir jetzt Konkurrenz. Da müssen Konzepte her, da muss Vermarktung her. Und ich glaube, da können wir nur mal tagelang arbeiten, drüber reden. Ja, der Karateverband ist gut. Ich empfehle auch jedem mal, der Kontakt zum Karate hat. Karate hat ein offizielles Magazin vom Karateverband, also so wie unser DTU-Magazin oder auch so wie unser Taekwondo aktuell. Aber schaut die mal an. Ich habe einen Kunden gehabt, der Karate gemacht hat. Der hat mir mal über ein Jahr lang immer so seine Hefte mitgebracht, nachdem er sie gelesen hatte. Die sind damals schon richtig gut gewesen. Ich weiß nicht, es ist jetzt auch schon wieder 4-5 Jahre her. Aber wenn euch die Möglichkeit da ist, macht's. Und da kommen wir jetzt mal zu dem Punkt. Ich habe die Mitgliederzahlen natürlich nicht nachgegoogelt, ob die stimmen, aber ich sag mal, ja, die stimmen. 150.000 Mitglieder im Karateverband, 55.000 in der DTU. Liebe DTU, was macht ihr falsch? Beziehungsweise nicht die DTU, sondern die Leute, die an den Posten sind. Eure Zahl ist, dass die Zahl nächstes Jahr auf 60.000, also auf 60.000 geht und dann das Jahr drüber auf 75 oder 70.000 und das Jahr drüber auf 90.000 und dann 110.000 und so weiter, eine steigernde Zahl an Mitgliedern. Und das ist eure Aufgabe. Wie bekommen wir Mitglieder? Mhm. Ja, aber das sind Leute, die machen das ehrenamtlich und das ist halt schwierig. Und da kommt ja immer die Diskussion. Ich bin ja der Meinung, ein Verband darf auch mal 1 Million verdienen. Der darf auch 2 Millionen oder 3 Millionen Gelder über die Mitglieder reinbekommen. Dann Urkunden etc., Mitgliedsgebühren, ist okay. Natürlich darf das nicht als Gewinn da sein, sondern ich muss dann wieder Leute anstellen, die ich dafür bezahle und dass ich noch meine Sache habe, dass ich wirklich ehrenamtlich bin als Verband oder teils ehrenamtlich. Und das sind Summen möglich, die sind hoch. Und da könnte ich auch Leute einstellen dafür. Aber ja, die Diskussion habe ich auch schon öfters mal gehabt. Deswegen dauert es bei uns so lang. Und nochmal auf den Punkt davor zu kommen, weil ja Taekwondo angeblich korrupt wäre international und es nicht weitergeht. Guckt in andere Verbände, da funktioniert es. Guckt mal in die Vita gerade runter.
die Vita macht gute Arbeit, England macht gute Arbeit. Es gibt wirklich Verbände, die es versuchen, die so mitbekommen haben, oh, da ändert sich was. Natürlich gibt es da tausende Verbände, die genauso wie sind wie die Deutsche Taekwondo Union, wo es langsam vorangeht von der Denkweise. Ja, es ist wirklich so. Da gibt es genügend, aber es ist okay. Das ist okay, es wird sich ändern. Und wenn es sich nicht ändern wird, werden die Leute gehen zu anderen Sportarten. Werden die Trainer gehen irgendwann. Werden sagen, nee, haben wir keinen Bock mehr. Und wir werden halt nicht mehr mehrere Mitglieder bekommen. Wir werden nicht mehrere Gelder vom DOSB bekommen, Zuschüsse etc., weil wir ein großer Sportart sind. Wir werden es halt nicht schaffen, dann gibt es immer so eine persönliche Sache bei ihm im Landesverband, dass da halt Leute sind, die eben nichts machen und es auch nicht mal online hinbekommen haben. Und ich glaube, ein Punkt, im Karate und Kickboxer wären das alles nicht möglich. Schwierige Sache, kann ich nicht beurteilen. Ich denke mal, Karate und Kickboxen haben auch ihre Probleme. Aber ob die grundlegend professioneller arbeiten als die WT und DTU, würde ich bezweifeln. Also Kickboxen kann ich ja sagen, asiatischer Verband Kickboxen. Ich war auf den Asian Games, ich war für Kickboxen da. Wir sind weiter. Wir sind viel weiter und viel professioneller als der asiatische Verband im Kickboxen. Gut, ich weiß nicht, wie gut jetzt der asiatische Verband im Taekwondo ist, aber ich vergleiche es jetzt mit dem europäischen Verband. Wir sind weiter. Also, das kannst du so nicht hinlegen. Nicht bei allen Sachen. Auch Karate hat Vorteile und Probleme oder Nachteile und es geht nicht. Beim Karate, das, was man sieht jetzt im deutschen Verband, die machen eine gute Arbeit. Da sind Leute dahinter, die nicht blöd sind, die versuchen, ihren Verband zu pushen, die versuchen, die Mitgliederzahlen hinzukriegen. Ja. Und wie ich es gesagt habe, guckt nach Italien runter, die versuchen es auch, guckt nach England rüber, das gucken auch. Also da mache ich mir keine Probleme. Und es wiederholt sich, wie oben schon gesagt, wenn man nicht aufpasst, fliegt man aus Olympia raus. Denke ich gerade aktuell nicht. Karate kriegt es nicht hin, ein elektronisches Wartungssystem hinzubekommen. Kickboxen kriegt es nicht hin. Karate ist schon draußen. Auch weil Karate zu viele ihre Katas gepusht hat, wo nicht objektiv bewertet können. Also Olympia mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich mache mir eher Sorgen. Die Weiterentwicklung in den einzelnen Ländern, wird man es hinbekommen, einen Mitgliederaufschwung hinzubekommen? Oder kriegt man das nicht hin? Den fand ich noch gut. Danke fürs Lesen und Auskotzen. Gerne. Ich fand's cool. Also, hey, Leute, wenn ihr eine Meinung zu bestimmten Themen habt, schreibt mich an. Wenn ihr es nicht unten in die Kommentare bei YouTube reinhauen wollt, schickt mir eine E-Mail. Ich gehe gerne darauf ein. Auch im Stream. Ab und zu antworte ich auch direkt, wenn es kleinere Sachen sind. Und ja, jeder kann sich hier auskotzen und mal seine Meinung sagen, weil ich finde, das ist wichtig. Das gehört einfach zu einem guten Austausch dazu, dass man sich austauschen kann und dass man auch mal Kritik annehmen kann. Ich nehme auch Kritik an. Man hört sich Sachen an und guckt dann, ob man es umändern kann. Und das ist wichtig. Und das müssen auch die Landesverbände lernen. Das müssen auch die Präsidenten da draußen lernen. Das müssen auch die Cheftrainer da draußen lernen, dass man Kritik annehmen kann und nicht, wenn man halt 30 Jahre auf seinen Stuhl hockt etc. Unantastbar ist. Im Gegenteil. Die waren unantastbar, weil keiner sich beschwert hat und weil keiner mal versucht hat zu hinterfragen und auch öffentlich zu hinterfragen. Jetzt hinterfrage ich halt mal öffentlich. Und es passt Leute nicht.
Und es war nur so, überleg dir, welche Sachen du ansprichst, weil ich habe dann ja die Zielscheibe auf der Stirn. Und die DTU-Landesverbände sehen es gar nicht gerne, wenn der Benny hier offene Gedanken äußert. Zwinker-Smiley. Ich weiß. Hey, und es ist mir so scheißegal. Weil ich bin nicht abhängig von den Landesverbänden und von der DTU. Mit den Landesverbänden, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, arbeite ich zusammen. Und die, die mit mir zusammenarbeiten möchten, die arbeiten mit mir zusammen. Und die fragen mich sogar nach meiner Meinung. Und die sagen mir ihre Meinung. Und die diskutieren auch. Und mit denen hockt man auch mal zusammen. Oder telefoniert dann 2-3 Stunden. Kotzt sich aus, gegenseitig. Was nicht funktioniert, was funktioniert. Ja, es gibt da draußen echt Landesverbände, die gute Arbeit machen. Oder es versuchen. Versuchen, den zur Entwicklung zu machen. Beobachtet mal die HTU gerade aktuell. Auch im Leistungssport. Ich glaube, da kommt was in den nächsten Jahren. Nur als Beispiel. Da draußen gibt es Leute, die auch froh sind, wenn man ihnen mal die Meinung sagt, beziehungsweise die Meinung konstruktiv sagt. Weil, hey, du lebst in deiner Welt, du denkst, es ist alles richtig, wo ich mache. Es beschwert sich ja da draußen niemand. Es beschwert sich ja bei der Deutschen Taekwondo-Union oder bei den Landesverbänden niemand, dass irgendwas falsch läuft. Und wenn, dann ist es nur immer so eine kleine, vielleicht mal eine Person, die dann sagt, hey, hier läuft was falsch. Aber viele sind ja zufrieden. Und nur wenn man sich aber beschwert und man sagt so, hey, hinterfragt mal eure Tätigkeit, eure Arbeit, dann wird es zu was werden. Ich hinterfrage mich öfters, was ich mache, warum ich es mache. Ich höre mir gerne Kritik an. Ich habe mir meine Leute inzwischen, die mir nach jedem Stream den Stream wirklich komplett angucken, vielleicht auch ein paar Tage später und sagen so, hey Benny, das war schlecht, das war gut. Wie hast du das jetzt nochmal gemeint, wo es wirklich Diskussionen gibt? Ich höre mir von anderen Leuten Sachen an. Und ich versuche, mich weiterzuentwickeln und den Sport weiterzuentwickeln. Wo ich bei vielen Leuten da draußen in bestimmte Positionen nicht denke. Beziehungsweise die schon so lange drin sind, die versuchen auf ihrem Platz zu bleiben, so lange wie es geht, uns auszuruhen, weil es hat ja die letzten 20 Jahre auch so funktioniert. Und der Wechsel ist ja bei uns im Sport noch nicht so ganz angekommen. Noch nicht ganz so. Funktioniert aber auch anders, man sieht es ja. Deswegen lassen wir uns überraschen. Puh, 45 Minuten. Das war, glaube ich, mein längster Talk. Ich bin echt mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Also, wenn ihr jetzt noch dabei seid, beziehungsweise bis jetzt wirklich zugeguckt habt, lasst mal einen Kommentar da, schreibt mich an, wie ihr ja diese Reaction sozusagen, wo es doch ein bisschen trocken war, gefühlt, rausbringen könnt, aber ja, rübergekommen ist. Ich fand's recht angenehm. Ich finde, wir haben hier ja wirklich was durchgegangen, wo ich bei vielen Punkten voll zustimmen kann. Wir haben Probleme. Ich glaube nicht, dass wir bei Olympia rausfallen. Also Ball flach halten. Also das wäre jetzt wirklich hart. Aber wir lassen uns überraschen, wie sich die nächsten paar Jahre im Taekwondo entwickeln. Und es ist eine Entwicklung. Und das muss euch ja auch immer in Gedanken bleiben. Unser Sport entwickelt sich. Ich habe es ja angesprochen, Weste, Kopfschutz, Replay, 3D-Replay etc. Und Weiterentwicklung ist bei vielen Leuten auch eine Sache, wo man immer so ein bisschen zurückgeht. Ist interessant. Möchten Sie YouTube wirklich verlassen? Hä? Okay, mein Stream mag mich nicht. Wir haben eine Entwicklung. Und unser Sport wird sich noch viel verändern. Und ich glaube, jeder, also im Leistungssport, und jeder Leistungssporttrainer da draußen, der auf einer bestimmten Ebene ist, der
finde das auch richtig geil, weil allein die letzten 4 Jahre, wie viel verschiedene Arten wir in unserem Sport schon haben, wie man kontert, wie man angreift, was für eine Technik gerade gut ist, hat sich viel verändert. Und ich kenne da draußen keine Sportart im Leistungssportbereich, die sich so schnell und so viel ändert wie Taekwondo aktuell gerade. Und es ist schön. Und auch eine neue Hose wird eine Veränderung sein. Und es wird da draußen Leute geben, die sagen, nee, geht nicht, weil wir haben schon die letzten 30 oder 20 Jahre andere Hosen angehabt. Und es wird andere Leute geben, die sagen, geil, genau die Hose will ich. Weil mich seit Jahren dieses weite Baggy-Teil, wo ich mich immer fühle wie in der 90er in meiner Kindheit, mit den fetten Skaterhosen fühle. Und ich echt mal hoffe, dass ich so eine enge Hose bekomme. Also wenn jetzt da jemand von Quon oder so zuschaut, könnt mir mal eine zuschicken. Ich würde die mal nur, 180er bitte, ich würde die nur mal gerne probieren. Also, ich finde die anderen gut auch. Denkt nur an Tusa, den Anzug habe ich vorgestellt. Super Anzüge vom Stoff und so. Das Weite ist okay. Aber ich finde auch das Enge nicht schlecht. Sieht figurbetont aus. Für die Turniere kann ich es mir gut vorstellen. Und wir sehen es ja bald. Hey, Olympia steht vor der Türe. Wir werden die Woche, beziehungsweise kommende Woche, nächste Woche, wenn die Spiele beginnen, auf jeden Fall werde ich so in kurzen Breaks auf jeden Fall online gehen, euch informieren für die Leute, die es nicht geschaut haben oder in Social Media. Ja, nicht zu viel reingehen oder einfach nur meine Meinung hören wollen über die Olympischen Spiele. Bis dahin, wir sehen uns. Ich wünsche euch nun einen schönen Abend. Ich bin raus.